Vor mir sitzt Petra Windisch-Delates, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Lebensbrücke. Herzlichen Glückwunsch zum 35-jährigen Bestehen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie uns etwas über diese 35 Jahre, die Sie ja auch begleiten, erzählen würden. Ja, man glaubt es kaum, wir werden heuer 35 Jahre alt. Keiner von uns Gründungsmitgliedern hätte gedacht, dass wir so lange dabei sind, aktiv sind. Wie gesagt, vor 35 Jahren war der Gründungsgedanke, den hatte Dr. Meyer, der heute auch noch unser Aufsichtsratsvorsitzender ist. Der Gründungsgedanke war anlässlich der Wiedervereinigung in Deutschland und auch Perestroika und Glasnost in Russland, weil unser damaliger Präsident Eduard Prinz von Anhalt eben ein Nachfahre Katharina der Großen ist und auch eben in Sachsen-Anhalt geboren und aufgewachsen ist. Das war Ende der 80er Jahre, also 89. Die erste Dekade war natürlich geprägt dann von Projekten, die in diese Richtung gingen, einerseits in den neuen Bundesländern, andererseits haben wir uns sehr stark in Russland, da speziell in St. Petersburg engagiert, weil uns eben seinerzeit dann der erste demokratisch gewählte Bürgermeister Anatoli Sobchak gebeten hatte, doch in seine Stadt zu kommen, anlässlich der Umbenennung von Leningrad in St. Petersburg, und er bat uns um humanitäre Hilfe. Wir waren eine kleine, junge Organisation, hatten nicht sehr viel Geld, aber gute Beziehungen und ganz viel Energie und Motivation. Und dann haben wir uns dort umgesehen und haben uns damals die Leukämie-Kinderstation des größten Kinderkrankenhauses in St. Petersburg ausgesucht, weil es da einfach möglich war, mit relativ wenig Mitteln sehr viel zu bewirken. Mit wenig Mitteln meine ich hauptsächlich mit Medikamenten, die wir damals großzügig von den Pharmafirmen gespendet bekommen haben. Also wir mussten nicht große Apparaturen wie Röntgengeräte und so stellen. Und insofern konnten wir als junge Organisation sowas auch stemmen. Dieses Projekt hatten wir wirklich bis 2022, bis der Krieg zwischen Russland und Ukraine begann. Danach, Richtung der 2000er Jahre, haben sich die Projekte natürlich ein bisschen verändert. Es kam dann auch, also dazwischen lag noch der Jugoslawienkrieg, wo wir auch sehr aktiv waren, wo wir in Kroatien ein Krankenhaus wieder aufgebaut haben. Wir hatten auch in der ersten Dekade unglaubliche Unterstützung von sehr vielen prominenten Menschen aus Schauspiel, aus den Medien, aus dem Fernsehen. Und dank derer konnten wir als kleine, unbekannte Organisation sehr viel bewirken, weil uns auch die Medien eben unterstützt haben und wir mit unseren Spendenaufrufen, mit Hilfe unserer prominenten Paten, eben die entsprechenden Mittel bekommen konnten. Und ja, das lief in der Richtung so bis 2000, Anfang der 2000er Jahre. Dann hat sich das alles so ein bisschen verschoben. Die Medienlandschaft hat sich verschoben. Es war nicht mehr ganz so einfach, über Printmedien oder im Fernsehen Werbung sozusagen für unsere Projekte zu machen. Wir rutschten langsam ins digitale Zeitalter und haben dann, waren schon sehr früh, hatten wir eine Internetpräsenz. Und haben dann auf diese Art und Weise versucht, Spenden einzuwerben, beziehungsweise natürlich nach wie vor auf die klassische Art und Weise über, wir haben versucht, Mitglieder zu bekommen, um eine Basis zu haben. Wir haben weiterhin viele Zeitungsartikel gehabt. Und ja, wir als kleine, oder wir sind eigentlich gar nicht so klein, aber wir als Organisation, die ausschließlich von Spenden, die ausschließlich mit Spenden alles finanziert, muss natürlich immer gucken, was können wir machen. Wenn wir zum Beispiel Kindern eine lebensrettende OP hier in Deutschland finanzieren wollen, dann müssen wir anfangen, das Geld einzusammeln. Wir sind keine Stiftung, die irgendwie wo Geld liegen hat, wo sie Dinge bezahlen kann, sondern wir müssen für jedes Projekt, das wir finanzieren wollen, immer wieder und laufend Spenden einsammeln. Und das macht es natürlich ein bisschen schwierig. Und aber, wie gesagt, 35 Jahre, wir haben es bis heute geschafft. Es kamen neue Projektgruppen dazu. Wir haben seit eben den 2000er Jahren Kinderarmut in Deutschland. Das mochte damals gar keiner glauben, dass es auch bei uns im reichen Deutschland Armut gibt. Das ist natürlich eine Armut, die nicht zu vergleichen ist mit Drittweltländern.
Aber heute ist es so, im Jahr 2024, dass wir unsere sogenannten Frühstücksclubs, wo Kinder, die ohne Frühstück in die Schule kommen, ein kostenloses Frühstück bekommen, oder Mittagstisch in Freizeiteinrichtungen, Kochclubs, wo Kinder lernen, mit wenig Geld einzukaufen und auch zu kochen, dass das notwendiger denn je ist, und die Schere zwischen Arm und Reich geht einfach immer weiter auseinander. Das merken wir alle, und da müssen wir eigentlich, oder da wollen wir einfach ansetzen. Dann haben wir eben sehr viel unserer besonderen Kinder. Das sind eben diese Kinder, die entweder aus irgendeinem Land kommen, wo sie nicht behandelt werden können, weil sie einen schweren Herzfehler haben, oder eben auch Kinder aus Deutschland, die sehr seltene Krankheiten haben und wo wir einfach spezielle Behandlungen finanzieren, die eben keine Krankenkasse und keine Versicherung finanziert. Dann ich finde es schön, dass auch die Kinder begleitet werden über Jahre und zur großen Familie der Lebensbrücke gehören. Es geht ja nicht darum, nur den Kindern zu helfen, sondern sie auch weiterhin zu begleiten, was ein schöner Gedanke ist. Was nehmen Sie in diesen 35 Jahren mit an persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen? Ja, in den 35 Jahren habe ich natürlich viel erlebt und auch viel erfahren. Also zuerst möchte ich mal sagen, was ich auch immer wieder erzähle, dass diese Arbeit, die wir hier machen oder die ich auch mache, dass die einen sehr dankbar und demütig macht. Weil wenn man sieht, wie viel Leid es gibt bei einzelnen Familien, dann kann man einfach nur dankbar sein, dass es einem selber gut geht und dass es immer relativ ist, was ist arm, was ist reich. Und dass es eben wirklich Familien gibt, die einfach so viele Tragödien erleben müssen, weil ihr Kind schwer krank ist, weil sie eben in einem Land leben, wo ihr Kind stirbt, nicht weil die Krankheit es erfordert, sondern weil es einfach keine Medikamente und keine Behandlung gibt. Und da denke ich mir immer, man muss sich einfach jeden Tag freuen, dass es einem gut geht, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man einfach gut lebt. Also das finde ich eine ganz schöne Sache, weil man bleibt geerdet und hebt einfach nicht ab. Das andere ist, dass man natürlich sehr vielen tollen Menschen begegnet, und ich habe auch die größte Hochachtung vor diesen Familien, die das alles meistern, nicht verzweifeln und nicht anderen die Schuld geben oder so, sondern wirklich kämpfen um das, was ihnen wichtig ist, um die Gesundheit ihrer Kinder. Und wir begleiten diese Menschen oft jahrelang. Es entstehen natürlich auch Beziehungen. Weil wir hatten zum Beispiel mal auch ein kleines Kind aus Äthiopien, die war oder ist herzkrank, und die musste immer wieder kommen. Also es brauchte zwei große OPs und dann immer wieder zur Kontrolle. Und da entstehen natürlich über die Jahre, das sind dann so 5, 6, 7 Jahre, die wir die begleiten, da entstehen natürlich Beziehungen. Und man freut sich, wenn man das Kind ranwachsen sieht. Die geht heute in die Schule, ist ein Strahlekind. Kein Mensch würde, wenn man sie heute sieht, glauben, dass sie so schwer herzkrank ist oder war, dass sie eigentlich nicht überlebt hätte. Und das sind natürlich Momente, die einen auch sehr freuen und die man auch nicht vergisst. Und so haben wir ganz viele Kinder, die wir über viele Jahre begleiten, die wir auch sehen, wie es ihnen geht, die sich auch immer wieder an uns wenden und uns schreiben und Fotos schicken und so. Also das ist dann wie so eine große Familie im weitesten Sinne. Das ist was Wunderbares. Dann wünsche ich noch alles Gute für diese schöne Organisation und für diese große Familie, die hoffentlich dank der vielen Spenden auch künftig wachsen wird. Dankeschön.